Deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der sagt, die Besten von den Gläubigen, die Vollkommenen in Iman, sind diejenigen, deren Charaktere am besten sind. Das heißt, wenn du einen richtigen Iman hast, dann muss dein Iman dein Benehmen beeinflussen, indem du bescheiden wirst, indem du barmherzig wirst, indem du Gutes sagst. Und das Benehmen oder Charakter, da gibt es zwei Arten davon. Etwas, was angeboren ist, bei uns ist. Und etwas, was wir gewinnen können, was wir lernen können. Überlegt euch die Sahaba vor dem Islam, die waren stolz wegen ihrer Abstammung, die haben diesen Nationalstolz gehabt oder Stammstolz gehabt. Nach dem Islam, wie waren sie? Und deshalb, man kann seinen Charakter ändern, man kann den Charakter ändern. Die Besten von den Gläubigen sind derer Charakter am besten ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mit dem guten Charakter erreichst du, mit dem guten Benehmen, erreicht man die Stufe von einer Person, die am Tag fastet und in der Nacht betet. Und das ist sehr schwer, dass man sowas macht. Und deshalb, man sollte an seinen Charakter arbeiten, investieren in Charakter. Und man macht das nicht für die Leute, passt auf. Du machst das nicht damit, die Leute dich loben oder sagen, ja gut, du machst das für Allah. Weil du verstanden hast, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das meiste, was ins Paradies bringt, ist Taqwa Allah, das wird Gottesfurcht und das gute Benehmen, der gute Charakter, Husnul Khuluq. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat ihn entsandt, damit er das gute Benehmen und den guten Charakter vollendet, salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Nächsten zu mir im Paradies. Manche Leute sagen, wie kann ich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies sein, in einer Stufe? Bitte schön, die Antwort ist da. Die Nächsten zu mir im Paradies sind diejenigen, die guten Charakter zeigen. Also willst du mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies sein? Dann arbeite an deinem Charakter. Wallahu ta'ala. Und es gibt zwei Arten von Charakter. Oder sage ich jetzt zwei Stufen. Eine Stufe ist mit Allah. Dein Charakter zu Allah. Du musst mit dem zufrieden sein, was Allah subhanahu wa ta'ala beschlossen hat, bestimmt hat. Du musst auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Du musst Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbeten. Du musst diese Gottesfurcht zeigen in deinem Leben. Wenn dir etwas Gutes widerfahren ist, dann bist du dankbar. Wenn dir etwas Schlechtes, dann sagst du Alhamdulillah und du zeigst Geduld. Und dann Charakter mit den Leuten, Benehmen mit den Leuten. Was ist Benehmen mit den Leuten? Dass du die anderen nicht kafful adha. Was bedeutet kafful adha? Dass du die anderen nicht schadest, dass du den anderen keinen Schaden zufügst. Deshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte jemand, kannst du das machen, das ist Almosen, kannst du das machen, Almosen, Almosen, Almosen. Wenn du gar nicht machen kannst als gute Tat, dann lass die Leute von deinen Machttaten, die schlecht sind, in Ruhe. كف الأذى. وبذل المعروف. Das Gute zeigen und geben. وطلاقة الوجه. Dass du lächelst, wenn du deinen Bruder siehst. Das ist eigentlich das gute Benehmen allgemein jetzt. Und es gibt viele Arten von Benehmen.